So, wir wollen jetzt die Diebeshöhlen hier ausheben. Das wird ein wenig schwieriger sein als da draußen, die Diebe. Denn wir haben nicht ganz so viele Rückzugsmöglichkeiten hier. Ja, Rückzugsmöglichkeit vorbei in 3, 2, 1, jetzt. Okay, bei dem können wir versuchen, im Nahkampf noch was zu reißen. Jo. Und du heil mal schön zwischendurch. So, und schon haben wir mehr Platz zum Rückwärtslaufen. Wir sollten auf Dingens wechseln. Genau, rundenbasierend. Du bist fast tot, du bist auch grün, du da hinten auch. Okay, soweit so gut. Komm, Georgon, 20 Schaden, sehr schön. Oh, Lay ist auch nicht schlecht dabei. Lasst uns mal einen richtigen Kampf suchen. Nein. Oh, da hinten ist was. Oh, was anderes. Ein Meisterdieb. Da packen wir nochmal die Zauber aus. Gleich noch ein Meisterdieb. Scheint ja nicht so selten zu sein. Erster Meisterdieb flieht. Warte mal. Verletzen auf den da. Rückwärts. Und Meisterdieb tot. Du bist einfach nur ein Dieb. Okay. Komm, einer von euch muss den Siegelring dabei haben. Oder einfach nur noch Gold. 14, 38. Oh. Zwei Grüne, ein Blau. Ja, das ist echt machbar hier. Ist halt nur Diebespack. Oh. Ja, au. Richtig. Der ist aber auch gleich tot. Jetzt, sowas haben wir da. Eine Kiste. Hier ist bestimmt mit einer Falle irgendwie versehen. Also heilen wir alle einmal hoch. Vor allem dich selber. Ganz schlechtes Gefühl. Das wird so teuer, wenn die sterben. Ich meine, letztes Mal war es 2400? Nee, 1200 pro Person. Na gut, hilft nichts. Was haben wir da? Schon mal ein wenig Gold. Wir werden sie alle töten. Ups. Aber der Siegelring ist drin. Sehr, sehr ärgerlich. Okay, wir müssen raus hier. Wir müssen ganz schnell raus hier. Wir müssen gehen. Jupp. Wir müssen weggehen. So, warte mal. Noch eine Truhe. Nee. Wir müssen nach Osten, um nach Harmondale zu kommen. Dann machen wir das da mit dem Wiederbeleben, weil die Einwohner uns gegenüber hoffentlich besser zu sprechen sind und deswegen die Preise niedriger haben. Und wir können auch gleich den Siegelring abgeben. Und wir brauchen unbedingt Erdmagie auf Meisterstufe, damit wir Telekinese benutzen können. Weil zum einen ist es ziemlich nervig, jetzt immer zickzack laufen zu müssen, sobald irgendjemand stirbt. Und zum anderen geht es ganz schön ins Geld. Wir haben gerade einen richtig guten Puffer von 8000 Gold. Und dann sowas, ne? Das ist nicht so toll. So, wo sind wir überhaupt? Achso, wir sind bei der Weststraße von dem unteren Dorf. Kommen wir nicht hier irgendwo hoch? Ja. Sehr gut. Dann müssen wir jetzt nicht ganz außen rumlaufen bei der Goblin-Armee vorbei. Ein Brunnen. Haben wir ihn schon probiert? Das ist gar kein Brunnen, so ein Haus. Stehlen und. Ah ja, hier waren die verruften Sachen. Die brauchen wir ja gar nicht. Wir sind eine Heldentruppe aus Paladinen und mächtigen Magiern, die alle tot sind. Hier ist die Kirche. Nicht sterben beim Runterfallen. So, bitte, bitte, bitte. Oh. Ist definitiv günstiger zu Hause. Sehr schön. Also 2600 Gold haben wir jetzt ungefähr ausgegeben für die Wiederbelebung. Hoffen wir mal, dass der Siegelring mehr bringt. Aber selbst wenn nicht, müsste es Erfahrungspunkte geben.
Also sie sind ja Stufe 8. Brauchen noch wie viel? Noch 2200. Nur herein. 5000 Gold. Definitiv plus. Mein Ring, ich danke euch, Herren. Nun kann ich meine Geschäfte fortsetzen und meine Verluste wieder ausgleichen. Außerdem habt ihr die Handelsroute für sämtliche Händler wieder sicher gemacht. Noch nicht so ganz. Da sind noch ein paar Räuber. Aber um die kümmern wir uns, sobald wir die Telekinese können, um die andere Truhe zu öffnen. So. Wie schaut es jetzt aus? Ja, Level up. Sehr schön. Da. Vielleicht sogar mehr als ein Level up? Ihr wollt so ist es richtig. Ne. So ist es richtig. Aber du kannst so zweimal, genau. Sehr schön. Also, Punkte verteilen. 5 Punkte hätten wir. Was kriegt ihr denn mal? Fähigkeit, Fallen auszuweichen und versteckte Schätze zu finden. Ist aber nur, dass er den Fallen ausweicht. Nee, bin ich so wirklich überzeugt davon. Platte ist ja schon auf 4. Das heißt, Schild könnten wir noch erhöhen. Bogen bist du schon auf Experte, ja. Ja, Schild und Kondition ist okay. Reparieren habe ich vergessen, ne? Ja, Mist. Eigentlich sollte er möglichst schnell Reparieren-Experte werden. Na gut, später. Du bist Wassermagie schon recht hoch, aber 7 in Wassermagie wäre sehr schön für etwaige Zauber später. Erkennen hast du schon Meditation, könntest du werden. Jo, einfach Wassermagie. Und du stur Erdmagie. Nächstes Level up kann sie auf 7 kommen, um der Meister zu werden. Deine Rüstung ist auch kaputt. Kein Platz mehr. Kein Platz mehr. Nein, ich habe es jetzt nicht absichtlich nackig gemacht. 10 Punkte. Was kriegst du denn mal? Meditation solltest du auch erhöhen, damit du auf 4 kommst. So. Schild könntest du erhöhen. Kette. Kann sie nicht ganz so schnell zaubern mit. Und wenn sie Leder auf Experte hätte, würde die Erholzeit ganz entfallen. Muss mir später überlegen. Die 3 Punkte bewahren wir uns jetzt mal auf. So, Inventar. Wir müssen ganz viel Zeug verkaufen. Bei den Waffenhändlern, die war hier vorne und beim Rüstungshändler. Wenn das Inventar dann wieder okay ist, dann können wir die restlichen Sachen reparieren und dann gucken wir, was wir mit dem restlichen Gold anstellen. Guten Tag. So. Verkaufen, 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 verkaufen. Die behalte ich mal ganz kurz. Danke. Ich hab's zumindest versucht. Weil ich glaube, das ist genau das Gleiche. Und es ich hab's zumindest versucht. 450 wert. Das heißt, wenn wir sie reparieren und gleich wieder verkaufen, müssten wir plus machen, richtig? Kein Platz mehr. So. Guten Tag. Reparieren. Wie teuer bist du? 71. Ich kann das nicht. Das war das magische Ding, genau. So. Eins davon können wir verkaufen. Das da gehört noch Lunanera. Okay. Du dahin, du dahin. Zing, zing. Das ist zu viel verlangt. Immer noch nicht. Ja, wir müssen noch Experte in Wassermagie werden. Die perfekte Mischung. Sehr schön. Jetzt noch die Waffen weg. Noch irgendjemand kaputte Ausrüstung? Nein. Nur Kleinkram. Ja. Also, Waffenhändler. Guten Tag. Verkaufen. 10, 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 10. Nichts besonderes Angebot. Raus hier. Wir waren hier schon, um Handelsexperte zu werden, richtig? Nein. Reparieren-Experte. Nee, haben wir die Punkte verballert. Erkennen-Experte ist sie schon geworden.
Hier gab es noch Feuergroßmeister. Hier waren die Nahkämpfer. Ich grüße euch. Was zur Hölle? Achso, wir haben sie auf Versehen angesprochen. Ich dachte schon, warum zur Hölle spricht der Brunnen mit mir? Keine Pilze mehr essen. So, was machen wir jetzt? Wir haben 11.000 Gold. Wir finden leider nirgendwo Meditationslehrer. Wir können mit Gerugon noch zur Körpergilde. Feuer. Damit er einen Heilzauber bekommt. Geist. Körper. Willkommen in der Körpergilde. Körpermagie. Sie können es theoretisch auch lernen. Müssen wir gucken. Und jetzt hätte ich gerne nicht... Oh doch, verletzen können wir auch kaufen für ihn. Heilen und verletzen. Mehr braucht man doch nicht als Paladin, hm? Das ist hilfreich. Verstanden. So, du, wie viel Mana hast du eigentlich? Zauberpunkte, 14. Ja, nee. Wir sollten ihm nicht als Quick-Zauber verletzen geben. Dann kann er zweimal zaubern, das bringt nichts. Aber wenigstens könntest du jetzt, wenn du willst... Oh, das kostet nur 2. Und das kostet nur 4. Warte mal, er hat 14 ZP. Das heißt, er kann dreimal verletzen zaubern. Hat er noch 2 ZP über für einmal Körperheilung. Und das kann er benutzen, um sie aufzuwecken, falls sie umkippt. Ja, doch, das klingt sehr gut. Ja. So. Und weil wir gerade so viel Gold haben, kaufen wir ihm nochmal Meditation. Dadurch müsste er jetzt 1-2 ZP mehr haben. Ein. Auf was kannst du denn Meditation bringen? Auf Experte. Boah. Das ist nicht ganz so toll. Später vielleicht. So, was noch? Also, wir wollen unbedingt Meditationsexperte werden. Wir wollen unbedingt Wasserexperte werden. Also zu den Elfen. Das heißt, wir gucken jetzt mal bei unserer Kutsche, ob die zufällig in den Tulerianischen, oder wie auch immer der heißt, Wald führt, von dem wir schon öfters gelesen haben. Hallo, ihr wollt reisen? Oder in die Arena für ein bisschen extra Geld. So, und da letztes... Zeit für einen Kampf. Ja, und da letztes Mal die zweite Stufe so leicht war, probieren wir jetzt mal die dritte Stufe. Nicht sterben. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir hier jetzt sterben. Was zur Hölle bist du? Ein niederer Lichtelementar. Und unser Kleriker ist gleich tot. Ich glaube, wir sollten nicht im rundenbasierenden Modus machen, weil den treffen zu viele. Also treffen uns zu viele, verdammt. Ja, okay. Zweite Stufe, sehr schlechte Idee. Sehr, sehr schlechte Idee. Also ein paar haben wir schon umgebracht, aber... Wow. Ja, okay. Wir sollten mehr mit Pfeil und Bogen arbeiten, weil wir schießen zu oft daneben mit den Zaubern. Und das kostet einfach zu viel Mana. Oh, Skill-Krieger tot, okay. Hoffentlich kriegen wir für richtig gut Gold. Das ist mir... Ticken zu gefährlich. Okay, ein Skelett da hinten läuft schon weg. Das sollten wir uns gleich mal schnappen. Also einfach mal einen Haken schlagen. Wo ist das Skelett? Hast du das Skelett? Nein. Ja, schon wieder läuft es weg. Aha, sehr schön. Dafür können wir die Mauer ganz gut gebrauchen. Die immer wieder hochkommen. Gegner dagegen zu pinnen und wegzutackern. So. Einzigen Haken, die ich sehe, sind die Lichtelementare. Die halten richtig was aus. Aber davon haben wir nur 2. Lass uns mal einen richtigen Kampf suchen. So. Warte mal, du. Heilen. Dich. Noch ein Magier weniger. Was bist du eigentlich? Ein Ghast. Aber wird langsam sehr übersichtlich hier. Schieß.
Oh. Irgendwas macht hier sehr komische Geräusche. Fast, als würde irgendwas in der Wand festhängen und rumbacken. Du heilen dich. Du heilen sie.